So, jetzt sind wir also in Hildesheim und wir beobachten, während wir darauf warten, im Kochlöffel sitzen zu dürfen, das Verhalten der Fußgänger in Hildesheim, zum Beispiel diese Oma dort, die direkt an uns vorbei. Ja klar, kein Problem. So, jetzt wieder zurück zu den Fußgängern. Läuft also direkt an uns vorbei. Wir sehen, sie hat uns aber angesehen, also sie hat uns nicht ignoriert. Ja. Und auf der Straßenseite bellt gerade ein Hund einen Menschen an, der aus der Heidebrot-Backstube kommt. Ja. Das heißt, also der Hund hätte uns nicht angebellt, der ist einfach ein Penner, der angebellt wurde. Der Penner bist du. Und wir sehen, die Menschen in Hildesheim sind sehr früh wach. Die ganze Stadt geht einkaufen. In der wunderschönen Einkaufszone. Ja. Wer will? Nee, da steht Deutschland auch. Oh, hier sind wir, das ist der Typ, der angebellt wurde. Ja, man sieht, mit dem stimmt was nicht. Oh, es marschieren mir gerade zwei andere durchs Bild, die interessant wirken. Sind nicht Mutter und Sohn, sondern Mann und Frau. Nee. Kein Bild. Ich mach keine Bilder, ich filme. Ach ja. Also ich setze das noch ins Internet, damit die 38-jährige Frau, die ihren Nippel gespielt hat, dich wieder entdeckt und dann fragt: Hallo, Entschuldigung, das war der Typ, den ich gestern an Nippel gespielt habe. Ja, dann muss ich aber so machen, damit du den Nippel auch wieder erkennst. Ja klar, ja, mach mal ein bisschen so. Mach mal. Ja. Waren die gestern auch nackt, die Nippel? Ja, natürlich. Ja, ja, dann mach. Ja, Wiedererkennungswert, mach. Ich will das jetzt, ich halte das fest. Ja. Das sind die Nippel, ne? Ja, ja. Das muss aber auch, ne, ein bisschen Action. Also, liebe Frau, 38 Jahre, Mera Luna, das ist der Stefan, ich blende nochmal runter, da waren seine Nippel und er hat sich gerade darum umgespielt und gestern hast du das gemacht und er fand dich wirklich außerordentlich interessant. Also wenn du uns jetzt über YouTube siehst, dann frag doch einfach bei mir nach, wie heißt der Typ, also weiß er jetzt, eigentlich heißt er Stefan. Und wo wohnt er? Ja, Kontaktdaten. Ich gebe die weiter. Im guten Sinne. Ja? Ich habe Stefan auch ganz gern. So. Ja, danke schön. Sehr gut, danke sogar. So. Das ist, also Sascha gibt auf. Ist schon fertig. Und jetzt, ganz interessant, sieht man nicht oft. Da muss man schon in eine Großstadt fahren und im Zentrum, wir haben jetzt hier einen Briefzusteller mit einem Schubkarren. Ja, der fährt nicht mit dem Fahrrad, der fährt nicht mit dem Auto, der schiebt. Ja. Hervorragend. Samstagmorgen, Einkauf aktuell. Aber er trägt das gleich aus, ne? Also sie. Nebenbei müssen natürlich noch ein bisschen wieder die tollen Fußgänger filmen. Hildesheimer Stadt, das ist Material, das ist ein Highlight. Ja, ja, das ist ein Dokument. Ja. Die Menschen, die werden immer älter, aber ich halte die jetzt in ihrer aber, Frische. Aber nicht ich, weil ich werde nur besser. Ja, du wirst nur besser, ja. Du hast natürlich auch sehr schöne Nippel. Das sieht man natürlich auch an meinen guten Augen, dass ich nur besser werde. Ja, die guten Augen. Ja. Die präsentiert er uns natürlich nicht, also. Aber wir filmen die nachher nochmal. Besser, ist noch besser, oder? Guck dir das an, du. Die haben hier beim Kochlöffel ein Sparmenü für 2,95.